PC spinnt. Egal, das haben sie geschrottet. Okay, gut. Dann bin ich jetzt mal bei diesen seltsamen Aufarbeitungsthemen. Also, bis sie das hier aufgearbeitet haben, ja, bin ich wahrscheinlich dann wirklich in Rente. Das ist so das Erste. Das Zweite ist, dass gerade irgendwie öffentlich diskutiert wird über diese ganzen Kinderpauschalgeschichten. Ja, so wie Sonnenblumenkerne in die Lüftung reingefeuert, und Friedenspanzer, bla bla bla. Damit habe ich auch nichts zu tun. Für sowas bin ich auch nicht ihre Anführerin. Und wird gerade öffentlich diskutiert, wie sie dann so weiter marodierend durch die Weltgeschichte laufen, um dann Kinder statt Inder zu produzieren. Ich hatte ja damals im Hüllwehen, hinten an der Ecke, da habe ich auch noch Fotos von, irgendwo im Speicher, Kinder statt Inder. Und das fand ich ein bisschen dreist, weil sie ja die eine indische Nachbarin hier auch mit Insekten beworfen haben und Cola irgendwie vor die Fenster gekippt hatten. Und so ging das dann immer weiter. Ja, deswegen bin ich sehr erstaunt darüber. Über diese Aufarbeitung. Dann kannst du dir nicht ausdenken. Und allen Gerüchten zum Trotz ziehe ich nicht in den Wiebischen Kamp ein. Da könnt ihr lange drauf warten. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Da ich ja irgendwie über die Debitorenkonten und Debitorengehälter gestolpert bin. Und ich keine Lust habe, so einer Gemeinschaftskasse, ja, sagen wir mal so, mitzuwirken. So viel dazu, dass sie mich ja damals eigentlich mit Absicht dann irgendwie hierher verfrachtet haben, gleich abgedrückt haben, gleich angebrochen sind, gleich wieder denselben Rambazamba veranstaltet haben und scheinbar muss sich dieser Verein auf Krampf hier durchsetzen, entgegen jedwediger Toleranz dessen, die ich eigentlich noch so übrig habe, ehrlich gesagt, für sowas. Ja, das war jetzt das. Das wird jetzt so öffentlich diskutiert, so eine Nummer. Fand ich auch sehr interessant. Aber mich kicken die wieder aus meinem PC raus. Deswegen finde ich sie natürlich wieder alle scheiße. Weil ich nämlich auch nicht hier den Tag der offenen Tür habe für sowas. Ich bin ja auch nicht ihr Büro, wo sie irgendwie ungehindert meine Daten für sich selber mitverwenden können, wie sie glauben, dass es für sie passend ist. Ne? Ja, das war jetzt die Geschichte. Könnt ihr ja was mit anfangen oder auch nicht. Ich habe ja hier keine Lüftung, aber ich habe auch keinen Bock bei solchen, sage ich mal, unstrukturierten Lebensmaßnahmen teilzunehmen. Das ist genauso wie mit dem Chemiezug, dann immer diese Flüssiggas-Waggons zu zeigen und einen anderen Typen hier im Internet irgendwie ja, Dosen, Getränkedosenverkauf draus zu machen. Das ist genauso bekloppt und behindert, finde ich. Und deswegen reden andere immer von der Aufarbeitung, wie die Linke zum Beispiel, dass man das ja aufarbeiten müsste. Ja? Wie ich dann zu diesem Ausweis mal kam.
Ich habe ja auch keinen neuen beantragt. Und ja, der Psychotech dann irgendwie nochmal anders zu Buche schlägt, scheinbar. Ja, das war jetzt so das, was ich mitgekriegt habe. Ihr könnt ja gerne nochmal bei Funk vorbeischauen. Das war dann so das mit den Space Frogs. Wird da ja so öffentlich verhandelt und scheinbar kommentiert und besprochen. Und ja, ich selber kriege das immer nicht so mit, ehrlich gesagt. Und mich interessiert das im Grunde auch nicht mehr, weil ich damit ja auch nichts zu tun habe. Gut, das war jetzt so die andere Geschichte. Das mit Sat.1 und den Cessnas und wisst ihr ja auch. So. Deswegen bin ich nicht so ein Medienfreund der Medienfreunde. So. ja, dann gibt es eben halt im Internet, und das ist das, was ich nicht verstanden habe, noch einige Kanäle, die zum Beispiel angegliedert sind an andere Institutionen, aber eigentlich gar nicht in der Erkennung sind, dass sie einer Organisation oder Initiative angehören. Das müsste man eigentlich auch noch mal klarstellen, so wie bei Tichys Einblick oder anderen YouTube-Kanälen, für wen oder was die eigentlich arbeiten, da man ja im Transparenzgesetz gelandet ist. Und ja, viel Spaß dabei. Ich ja, kann dazu eigentlich auch nichts mehr sagen, weil ich finde dann die Bundespressekonferenz einfach auch ein bisschen, sage ich mal, daneben, ehrlich gesagt, weil es gibt dieses Transparenzgesetz und ich habe irgendwie die Transparenz bei anderen gar nicht gesehen. Für was oder für wen die eigentlich spenden und warum das irgendwie dann so wieder zu Buche schlägt und ich irgendwie immer mit meiner Meinung scheinbar alleine dastehe, dass die irgendwie ganze Sozialhilfekonten plündern für ihre Anliegen, weil welche Mietersozialberatung bitte und welcher Mieterverein, wenn das so aussieht, wie das aussieht und verhandelt wird, wie es verhandelt wird, ne? So ganz öffentlich im Internet. Ich bin ja auch nicht überall. Ja, das war jetzt nochmal das dazu und bis dann, ne? Tschüss.